Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Nordfriesischen Marsch Vierfach. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, guten Vormittag, würde ich eher sagen. Ne? Könnt ihr euch erinnern, wir haben vorgestern, ich weiß nicht mal genau, wann es war, haben wir darüber gesprochen, dass wir hier unbedingt das Saatgut umfüllen müssen. Haben wir nicht gemacht. Deswegen haben wir jetzt hier ein kleines Problemchen, das wir aber ganz fix lösen können. Weil der hätte sonst das jetzt aufgefüllt und wäre wahrscheinlich dann weitergefahren. Aber hat er es nicht gemacht, weil da war kein Saatgut drin und deswegen ist er jetzt stehen geblieben. Weil das Saatgut ist immer noch hier, weil ich habe das vergessen umzufüllen. Ja, Schande über mich. Aber passiert. So, jetzt werden wir das aber beim Auffüllen, weil der, wie gesagt, der fährt jetzt alleine hier hin, füllt das Zeug auf, fährt dann wieder aufs Feld, macht den Job und es läuft. Das ist echt cool. Haben wir nicht mehr drin? Haben wir kein Saatgut mehr? Ehrlich jetzt? Doch, ist doch was drin. Bin ich wahrscheinlich nur daneben gefahren, ne? Ja, das Werner, also. So ist besser, ne? Okay, ich bin ja froh, dass wir ziemlich am Anfang schon gesagt haben, yo, hier, ja, unbedingt, Saatgut. So, und hier vorne wird fleißig gesammelt, das Stroh. Sehr schön. Ja. Hier wird fleißig gemäht. Das ist auch richtig geil, ne? Ich glaube schon, dass sich das ausgezahlt hat, unser großes. Oder gleich jetzt mal das Butterfly zu nehmen. Das glaube ich schon. Genau. Den wollten wir auch noch machen. Ja, den kann ich dann bald losschicken zum Dingens, ne? Zum Schwaden. Das ist ja krass, wie das vorangeht hier. Das ist ja wirklich krass. Aber wichtig ist erstmal, dass das Feld hier, dass das fertig ist, damit wir das wieder ansehen können. Was wir dann auch noch schauen müssen, wurde auch in die Kommentare geschrieben, Dünger. Wo noch Dünger drauf muss, das ist auch ganz wichtig. Nach dem Kompost soll ich nochmal schauen, ob da wieder was fertig geworden ist. Weil theoretisch könnte ich auch. Genau, das wollte ich überprüfen, das weiß ich nämlich nicht. Theoretisch wurde mir geschrieben, dass ich auch Kompost in den Dünger streufeln kann. Was sehr interessant klingt. Aber ob das so funktioniert, ist die andere Frage, ne? Uah. Ja, der Schwader ist, der lenkt halt ein bisschen mit, ne? Und wenn du das nicht sofort weißt, sondern erst später feststellst, hast du halt ein Problem. Ba, 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 da, ba, ba. Läuft. So. Der Kollege ist wieder da. Sehr schön. Das finde ich echt cool, dass das so richtig gut läuft. Stroh. Wo ist denn Stroh eigentlich? Ah, hier. Da was angezeigt wird. Ja, aber doch schon wieder einiges drin, ne? Krass. Das ist ja krass. Der Fast Track. Was ist mit dem Fast Track? Sorry. Habe ich falsch gemacht. Wo fängt denn der? Ich hoffe, der fängt jetzt da wieder an. Ich hoffe, der hat sich gemerkt, wo er aufgehört hat, ne? Ja, keine Fragen fangen. Wie lange brauchst du eigentlich noch, Herr Kollege? Es sieht eigentlich schon aus, wie du relativ weit wärst. Es ist aktiviert. Er sagt mir Bescheid, wenn er fertig ist. So, dann würde ich jetzt vorschlagen, dass wir mit dem Schnuckeputz erstmal das Gewicht anhängen vorne. Oh. So. Und dass wir dann ganz fix mal zum Forst, also unter Anführungszeichen Forst fahren. Alter, der Traktor sieht aus, ne? Katastrophe. So, wo war denn der Forst nochmal? Der war doch irgendwo bei, ja. Ich glaube, da bei 14 ein bisschen drunter. Aber das werden wir gleich sehen. Wurde auch in den Kommentaren gefragt, wie ich mir vorstelle, Geld zu verdienen hier. Ja, das ist eine, die gute Frage. Ne? Also wir haben jetzt ein, zwei Produktionen bereits im Betrieb. Ich könnte schon ein, zwei Sachen verkaufen, so wäre es ja nicht. Aber wie oder was genau, weiß ich noch nicht. Müssen wir schauen, was sich ergibt, ne? Aber ich glaube, mit der Herstellung der Paletten erstmal oder mit den Bretterpaletten ist ja jetzt, glaube ich, erst am Anfang. Sind wir schon auf einem ganz guten Weg, weil das ist schon eher das, wo, wie soll ich mal sagen, wo wirklich Geld bei rumkommt. Ne? Strohpellets sind es nicht sehr schwer zu produzieren. Stroh haben wir bereits im Lager. Wir haben auch in weiterer Folge dann bald Paletten. Bin ich jetzt gerade auf dem Weg dorthin. Also ich sehe da jetzt kein Problem. Also Strohpellets werden wir ein bisschen verkaufen. Es wurde mir auch schon öfter in die Kommentare geschrieben, dass man hier auf der Karte wirklich sehr leicht oder Anführungszeichen Geld verdienen kann. Und ja, deswegen alles gut. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt großartige Probleme haben werden.
Und wieder mal fahre ich selber Sachen, ne? Also nicht nur hier Manager spielen, sehr viel Manager, gebe ich euch absolut recht, aber die Kurse musst du halt noch selber anfahren. Möchte ich selber anfahren, so muss ich glaube ich formulieren. Weil die 300 Kurse, die ich haben hätte können, habe ich ja verneint. Weil ich das einfach nicht, nicht weil ich es nicht okay fand, sondern weil ich einfach die anordnende Kurse ein bisschen nicht verstanden habe. Sagen wir es mal so, ich glaube, es trifft es besser. So, hier waren wir aber schon mal, ne? Ich habe ja schon mal was eingefahren. Da, 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 da. So, und vielleicht, wenn ich heute Zeit habe, dann werde ich schon mal anfangen, Ordnerstrukturen zu erstellen. Weil das wurde sich auch sehr oft gewünscht. Dass da mal ein bisschen... Ich soll mal den Saustall aufräumen, wurde gesagt. So, hier haben wir... Das können wir auch in Betrieb nehmen eigentlich, ne? Diese Anlagen hier, weil Kompost hätten wir ja. Warum fahre ich denn so schief? Das könnte man auch mal machen. Aber wie gesagt, wir brauchen halt sehr viele Paletten dafür. Ich würde jetzt mal sagen, wir sagen Stopp. Ne? Hof unterstrich Strohpelletproduktion. Produktion. Hat das Platz? Shit. Ändert nicht Platz. Egal. Ja, weil ich weiß natürlich auch, dass das hier genau nebeneinander ist und so weiter. Also das passt. So. Jetzt werden wir mal schauen. Wir brauchen noch ein bisschen Geld für eine Motorsäge. Die muss ich noch haben. Und dann bin ich jetzt sehr gespannt, ob das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Oder ob das jetzt einfach Push hoch 15 wird. Das kann ich mir beides vorstellen, aber wir schauen mal. Cool ist auch, dass der Modder hier die Sachen ein bisschen auseinander gesät oder gesetzt hat, die Bäume, weil die so, wenn die so dicht beieinander sind, dann ist es immer ein bisschen problematisch. Wir kaufen uns eine von Husqvarna. Nicht, weil die dann schlecht sind, sondern weil ich einfach Bock habe, einfach mal so eine von denen zu kaufen. Und ihr habt recht, wahrscheinlich ist es billiger, selber Bäume zu fällen und dann rüberzubringen, als wie den guten Diesel zu verbrauchen. So stand es in den Kommentaren. So, ich habe natürlich Bock, vielleicht gleich 2, 3 Bäume rüberzubringen, weißt du? Und theoretisch könnte man auch den ein oder anderen Baum in die Hackschnitzelanlage einhauen, damit wir Hackschnitzel rausbekommen. Um vielleicht auch... Komm, dann nehmen wir den jetzt auch noch mit. Um vielleicht auch... das Zeug hier oben direkt zu produzieren, weißt du? Den Brennstoff. Darum wäre es mir gegangen. Der ist aber groß, ne? Eieieiei. Ich hoffe, das schafft das, der kleine Traktor. So, wird wahrscheinlich jetzt problematisch. Gut, wie lange brauchst du noch? 5 Minuten. Das heißt, in dieser Folge werden wir hier fertig mit dem Grasmähen. Sollten wir fertig werden mit dem Grasmähen. So, fahr mal ein Stückchen vor. Ich habe das jetzt schon ein paar Tage nicht mehr gemacht, ne? Aber ich glaube, ich kann das noch. So. Jetzt aber. Ich glaube, der am weitesten weg ist, hat man das am Anfang genommen, ne? Anbringen und wie war das dann? Ziehen. Irgendwie mit... Genau. Ging nicht irgendwie schnell ziehen? Ah ja, Umschalt links und Y. Jetzt hat er, jetzt läuft's. So, dann lassen wir das mal auf die gleiche Länge machen. So. Dann würde ich mal sagen, machen wir hier noch etwas ran. Zack. Noch ein bisschen näher ranziehen. Oh, es läuft eigentlich, ne? So. Und dann würde ich hier noch einen dran machen. Ja, das ist ein bisschen problematisch hier mit der Wurzel. Okay, warte, wir vergessen das jetzt. Weg. Dann nehmen wir mal nur den hier. Ja, das sieht besser aus. So. Ja, dann das ist eigentlich ganz okay, wie ich finde. So. Okay. Hoch das Ding. Bisschen ranziehen. Und dann versuchen wir mal unser Glück, ob wir da hinkommen. Okay, er schafft schon mal. Ich finde es auch cool, dass hier so ein großer Wendeplatz gebaut wurde. Also, man sieht schon, der Modder hat wirklich Ahnung von dem, was er gemacht hat hier. Mit Platz lassen, ne? Also, ich finde das echt cool gemacht hier. Die Stadt würde es nicht so eine Freude haben mit uns, wenn wir ein bisschen den Asphalt aufreißen. Aber man kann nicht alles haben im Leben. Ich glaube, wir müssen auch auf die andere Seite rein, ne? Habe ich so im Gefühl, weil hier ist nämlich so ein Kollektor.
Das heißt, hier würden dann die Bretterpaletten rauskommen. Genau, ich muss hier, glaube ich, hier rein. Guck mal, wie gut er das gemacht hat. Das hat er wirklich sehr gut gemacht, weil du kannst ja dann einfach ein Stückchen weiter vorfahren. Und dann läuft die Luzi. So. Ach so, hat er schon... Wie viel waren das jetzt? Oh! 61.000 waren das jetzt. 3 Bäume. Ja, das müssen wir nicht oft machen, ne? Aber das sind das 10%. Alter, geht da Zeug rein. Ja, Wahnsinn, ey. Ja, das ist schon mal richtig cool. Okay, das heißt, das können wir immer wieder mal machen, wenn wir Zeit haben. Ich brauche mal ganz schnell den hier. Gibt es da irgendein System bei dir, oder? Mach das mal weg. Ich möchte nämlich tatsächlich... Ah, der hat da was vergessen, ne? Guck mal. Der hat hier ein bisschen was vergessen, du. Habe ich noch einen Traktor am Hof? Habe ich keinen mehr, ne? Schade. Habe ich keinen mehr. Da müssen wir jetzt mal selber ein bisschen Stroh sammeln. Wenn ich jetzt noch mehr Traktoren hätte, würde das jetzt einfacher gehen. Habe ich aber nicht, deswegen muss ich das jetzt einfach mal selber machen. Weil wir sind ja hier nicht weit weg von der Produktionsstätte, wo ich das brauche. Deswegen würde ich da jetzt mal ganz fix... Also, ich hoffe halt, dass Brennstoffe noch Stroh, dass Stroh noch als Brennstoff durchgeht, ne? Früher war es mal so, aber früher ist halt früher und heute ist heute. So, was haben wir denn jetzt noch großartig eingestellt? Wir haben den Meer eingestellt und wir haben den zum Sehen eingestellt, ne? Einen brauche ich jetzt für den Forst und einen haben wir jetzt gerade dabei. Ja, also, mehr geht nicht. Mehr habe ich nicht zur Verfügung momentan. Ist aber auch nicht so schlimm. Eine Bahn sind schon 50%, ne? Boah, das ist schon viel Zeug. Das ist ja schon richtig viel Zeug. So, sollen wir mal ein bisschen Vorgewinne mitnehmen hier? Weil prinzipiell ist ja egal, was ich da drüben ablade. Hauptsache, es kommt Stroh an. Oder ich hoffe halt, dass Stroh als Brennstoff durchgeht. Das hoffe ich wirklich, ne? Aber der hat ja irgendwas falsch gemacht. Weil guck mal, hier liegt noch so viel Zeug rum, ne? Der hat ein paar Bahnen übersprungen, glaube ich. Naja, ist nicht so schlimm. Geht die Welt nicht unter von. Muss halt dann nochmal machen. Aber dass 3 Bäume 61.000 sind, das habe ich jetzt so nicht geglaubt. Das Ganze machen wir jetzt noch 6, 7 Mal oder 9 Mal meinetwegen. Und dann ist die Kiste voll, ne? Dann habe ich noch voll Brennstoff rein und dann kann erstmal produziert werden. Das ist schon cool. Ich habe gehört, ich bin voll. Dann fahren wir da gleich mal rüber. Das müsste ja hier vorne direkt sein, ne? Ich finde das krass, wie schnell die Zeit vergeht in diesem Display. Das ist echt Wahnsinn. Wenn du da ein bisschen vertieft drin bist, dann vergeht die Zeit so extrem flott. Das ist katastrophal. Ja, im schlimmsten Fall, wenn das nicht funktionieren würde, müssen wir halt ein paar Bäume in diese Hackschnitzelproduktion reinhauen, sodass der Hackschnitzel raus wird und müssen dann ein bisschen warten und müssen dann, by the way, das Hackschnitzel dann von A nach B bringen. Aber das sind dann Kleinigkeiten. Also das ist dann wirklich nicht so viel Arbeit. Das können wir dann auch zwischendurch mal machen. Eigentlich wollte der Deutz fertig werden, oder habe ich mich da getäuscht? Er fährt noch. Weil da ist vorher gestanden 5 Minuten, das war ungefähr vor 7 Minuten, aber ja. Mal schauen, vielleicht kommt auch noch die Meldung in dieser Folge, schon schauen wir uns auf alle Fälle nochmal an, was er da macht. Alter, das sind 2000 Wegpunkte bei dem Kurs, ne? Krass. Finanziell sieht es momentan ein bisschen mau aus, aber ich hoffe ja, dass das alles wieder wird, ne? So, hier, glaube ich, könnte ich aber... Ah, gut. Wenn ich hier schon mal bin, kann ich auch das Stroh hier abladen, ne? Ja. Okay. Schauen wir mal, was das wegen Brennstoff, ob das hier reingeht. Ah, siehst du? Haben wir darüber gesprochen? Ist er fertig geworden jetzt? Ich hoffe, dass er auch fertig geworden ist. So, jetzt bin ich ja gespannt, ob das jetzt das Brennstoff hier reingeht. Ich habe ein Abladesymbol. Jawoll! Wir sind sowas von dem Rennen. Gut, schauen wir uns den Deutz mal an. Hat er das gut gemacht hier? Würde spontan sagen, ja. Es liegt alles flach am Boden, ne? Boah, ist das geil. Ja, kann man nicht anders sagen. Hat er wirklich schön abgemäht, da gibt's nichts. Gut,
Ja, liebe Leute, wir sind erstmal fertig für heute. Ich danke herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns morgen bereits wieder zu einer weiteren Folge hier auf der Nordfriesischen Marsch. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.